Großer Krieg am Orisplatz. Ruffy, erschöpft von all den Kämpfen, ist dabei, an seine Grenzen zu stoßen. Aber er schreitet mit Whitebeard weiter vor zum Schafott, wo Ace wartet. Und spielen wir jetzt als Chimbe. Das wird bestimmt auch lustig. Baby, 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 baby. So. Fischmenschen-Karate. Samegawara Saiken stürmt und führt einen Schlag aus. Fischmenschen-Karate. Großer Meerestritt. Reitet auf die Meeresströmung und führt einen Dropkick durch. Kairagi Glaze. Voller Kraftburst. Rührt sich kein Stück, auch nicht, wenn Schaden erlitten wird. Fischmenschen-Jujitsu. Waterheart. Sea Current Spray Pillar. Gut, die einzige Attacke, die irgendwie auf Englisch ist. Schleudert Gegner mit einer riesigen Wasserfontäne weg. Na, dann schauen wir uns doch mal an, wie das Fischmenschen-Karate hier wirkt. Din, 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 din. So, los geht's. Bam, 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 bam. Oh, wir sehen sogar mal Chimbes Höschen. Bam. Wegen der Kraft von Whitebeard erscheinen Risse im Boden. Oh ja. Cool. Und Petra. Man beachtet sein Höschen. Warte. Und zwar hier. Ein rotes Unterhöschen trägt er. So. Oh, ein Pazifista. Das haben wir eine ziemlich lange Animation. Kutscha! Helfen wir mal Wister.
Ich Menschenkarate. So, hä, da ist noch jemand. Hier. Das hilft mir schon wieder. Crocodile. Oh, das ist der Spawner. Ja. Okay, den haben wir auch. Das Problem ist, ich komme jetzt nirgendwo weiter, weil das so überall alles zu. Ach nee, da lang. Kommst du her? Ah, den haben wir auch. Corby. Bam, bam. So. Machen wir da unten nochmal zu. Oh, Aokiji und Marine. Okay, erstmal den da. Erstmal den leichten. Batsch. Ein bisschen daneben. Alter. Ich bin ja fast tot. Und das jetzt vor allem auf dem Desktop gelandet. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich brauche irgendwo eine Schatzkiste. Nein!
Oh Mann. Himmelstyp-Kampfstil. Wird im starken Sprint unbesiegbar. Starker Sprint kann so lange fortgesetzt werden, bis die Ausdauer erschöpft ist. Feinde über den Boden können mit einem starken Sprint ebenfalls angegriffen werden. Kann Ausdauer verbrauchen, um im Fall nach einem Luftangriff einen Angriff zu starten. Okidoki. Wüstenwind, Sandsturm, goldenes Sandmeer und Wüstengift. Probieren wir es doch mal mit Crocodile. Mal gucken, was der so drauf hat. Bam, bam. Ah, der hat wieder so eine Fernattacke. Cool. Boah, ab dann kann er dauerhaft schweben und starke Sprint verbraucht weniger Ausdauer. So, bam, bam. Au. Das ist voll schnell, das ist voll lustig. Okay, da ist eine Truhe. Müssen wir uns mal merken. So, hier sind wir durch. Das kommt vor allem voll schnell voran, das ist halt übel.
So, nochmal gegen Kaokichi. Puh, Vista, helf mir ein bisschen. Okay, den haben wir schon mal besiegt. Jetzt hole ich mir nur kurz die Kiste da oben ab. Wer ist denn da? Mehr Abwehr. Und nur ein Anführer. So, jetzt sei da Leben drin. Nein, nur Geld. Das hat sich gelohnt. Buggy hat Probleme. Na klar. Ach, der ist schon wieder da? Nein! Alter! Oh, meine Fresse. No. Was
jetzt voll aufpassen, ey. Ich darf jetzt nicht sterben. Noch einen Schlag und ich bin tot. Ja, jetzt sind auch noch zwei Pazifisten, das ist klar. Dann probieren wir es jetzt mal mit der Boa. Dann gucken wir mal, was die so drauf hat. Lustige Attacke. Hä, hey, was hat denn die für eine X-Fähigkeit? Klinge ich hier gar nicht. Hätte mir vielleicht doch mal durchlesen sollen. So. Die kann die halt einfach one-shotten. Der Schlangenexpress.
しに行くぞ。待ってろよ、イース。Ach, da oben ist ja noch der Flamingo. Stimmt, der kam wahrscheinlich auch nicht, weil ich selber Crocodile gespielt habe. So, den haben wir. Schlange Express. So, da vorne müsste ja eigentlich Copy sein. Ja, genau. Bim, bim. Ich glaube, der ist zu jung für mich. Aua. Ja, wie schnell ist denn der? Aua. Ich glaube, bevor ich jetzt die Kiste nehme, damit ich nichts von den Leben verschwende, kämpfe ich jetzt erstmal. Alter. Boah, geht er mir auf den Keks mit seinen Fähigkeiten. Okay, ich hole mir jetzt mal kurz die Kiste und hoffe, dass es Leben ist. Oh,
den machen wir auch noch kurz Platz. Nein, immer noch nur Geld. Yay. Ja gut. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal an denen vorbei und suche mal nach Leben. Jetzt könnte es uns etwas knifflig werden. Ja, Mann. Full Life. So, Aokichi, ich komme und mach dich platt. Da, 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 da. Oh. Da oben wurden ein paar Zivilisten besiegt. Die machen ja doch was, die Leute. Ich bin an Jozo nicht vorbeigekommen. Oh Mann! Alter! In seiner Eisform ist es echt behindert, gegen den zu kämpfen. Alter! Komm mal nicht mal an den ran. Ganze Zeit eingefroren.
Jetzt sehe ich ihn halt nicht mehr, weißt du? Ach, wir haben ihn besiegt. Huh, Glück gehabt. Alter, ich werde nicht nochmal platt machen. Ich glaube, so langsam die Entwickler sind kein behindert. Muss ich schon wieder auf Leben hoffen. Ja, Mann. Aua. Puh, ist das stressig. Ach, da ist noch einer. Nein, ich kämpfte und nicht nochmal gegen Aokiji. Macht absolut keinen Sinn, der kommt eben wieder. Minna, kiss you. So, come on, you are Torasen.
Na komm schon. White Bit gegen Akainu. Was?